Herzlich willkommen, Leute, zu meiner ersten Rückfahrt in Schweden, bei der es nicht ausschließlich um Elche geht. Wir sind in Südschweden auf einem Event von Aimpoint und hier geht es heute auf Sauen, Dammwild, Rotwild. Es sind auch Elche zu erwarten und auch Kälber frei oder ein Kalb ist frei für mich. Und Rehwild ist komplett geschont, Raubwild ist frei. Und interessant ist, beim Dammwild dürfen wir Kälber und Alttiere erlegen, sowie Spießer, ein Spießer pro Stand. Und für die gesamte Jagdgruppe ist ein Reifer oder ein starker Schaufler freigegeben. Wie koordiniert man das Ganze, dass nicht mehrere Schaufler am Ende liegen? Deshalb haben wir hier so ein Radio dabei. Ich hasse solche Dinge auf Drückjagden selber, weil die dann einfach ablenken. Aber es ist hier jetzt halt notwendig. Ja, und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Ich habe ein Acro C2, das ist ein neues Aimpoint, gestern montiert und eingeschossen. Und ja, wie das Einschießen so lief, das zeigen wir euch jetzt. Kalb liegt. Jetzt aufs Alte konzentrieren. Alte weg. Ja. Das war der erste Anlauf des Tages. Damm, Alttier mit Kalb. Und das Kalb liegt. Mein erstes Stück Wild, erstes Stück Schalmild mit dem Aimpoint. Ging ganz gut. Krass. So, und jetzt zeigen wir euch, wie wir das Ding gestern montiert und eingeschossen haben. Take your time. Three really good shots. So you can adjust the gun after that. So you have fire permission. Every square, 2 clicks on side, and the height is quite good, I think, because it's one square is equal to 10 millimeters, and we can say that we are 10 to 15 millimeters underneath. And now I just want to move it into the center. What I do then is that I take the center of the group, and from there, if we that is the center, that's 1, 2 squares, and I will say that. Two squares. One square is equal to 2 clicks, and that means 4 clicks. But I can do 3 or 4, depends on where we have the center. But right now I do 4. So then you, if you don't see that arrow that they have there, yeah, and it says R, and we can use the tool there. If I want to go right with the impact, I follow the arrow. But we want to go to the left, then I go the opposite way. So then I go that direction. So, 1, 2, 3, 4. Maybe we'll be slightly left now, but we will see. Nice, thank you. Ja, Leute, das ist ein bisschen verrückt. Wir haben gerade das Acro montiert mit einer Dentler-Montage. Und wir haben halt nur durch den Lauf geguckt.
und haben damit dann das Aimpoint so grob eingestellt, das macht man immer so, um dann etwa auf die Karte zu kommen. Und auf 25 Meter ist das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist. Und ja, jetzt haben wir es korrigiert. Hoffentlich sind die nächsten Schüsse genau hier. Auf 25 Meter wollen wir leicht tief sein, so 1 bis 2 Zentimeter tief. Und ja, jetzt kontrollieren wir das Ganze nochmal. Und dann ist die Kanone auf jeden Fall bereit für die Drückjagd. Aber ich brauche da noch ein bisschen mehr Training. So, this is perfect, I think. Yeah. Ja, also die Kanone schießt jetzt auf 25 Meter, 1,5 Zentimeter tief, perfekt. Jetzt bin ich bereit, jetzt lassen wir noch ein paar Bildschirme laufen hier. Also ihr habt gesehen, das Einschießen und das erste Probeschießen der Waffe mit dem Aimpoint lief ganz fantastisch. Ja, und die erste Minute auf dem Drückjagdstand lief auch schon ganz fantastisch. Ich montiere mir jetzt den Riemen ab und erkläre euch jetzt nochmal kurz genau, was wir frei haben. Das ist beim Dammwild, Kälber und Alttiere, natürlich in gewohnter Reihenfolge, sowie Spießer, ein Spießer pro Stand und für die ganze Gruppe für diesen Tag einen starken Schaufler. Beim Rotwild dürfen wir Kälber und Alttiere schießen. Rehwild ist gar nicht freigegeben, bei Sauen nur Frischlinge und männliche Sauen. Und Raubwild. Und hier gibt es Elche und es ist für die ganze Gruppe ein Elchkalb freigegeben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Dammkalb. Und rein in die Deckung. Ja, das war ein kurz knackiges Treiben mit Anlauf in der ersten Minute. Und jetzt nehmen wir schnell unser Kalb in Besitz und dann geht's zum nächsten Treiben. Ja, die Waffe hatte ich ja schon entladen am Hochsitz. Ich wusste ja, dass das Kalb einen sauberen Schuss hat und verendet war. Ein Hirschkalb, wie ich finde, relativ schwach. Also wenn ich jetzt mit unserem Dammwild vergleiche, sehr schwach. Aber ich bin jetzt nicht so gut involviert, wie stark das Dammwild hier ist. Ich bin gespannt, was wir gleich am Streckenplatz sehen. Aber das Stück liegt. Ich soll mich jetzt beeilen. Da hinten wartet schon der Bergetransport. Und wir sollen zum nächsten Treiben. Strammer Zeitplan. Der zweite Stand des Tages ist bezogen. Wie ihr sehen könnt, sitzen wir im Feld. Und wie ihr sehen könnt, haben wir beschissenes Wetter. Es regnet, es ist windig, es ist richtig unangenehm. Gott sei Dank habe ich aber meinen Regenschirm dabei. Den haben wir jetzt so aufgespannt, dass wir von der Windrichtung ein bisschen geschützt sind. Und wir sitzen jetzt hier im offenen Feld. Da hinten ist der Wald, da ist das Treiben drin. Und oft habe ich den Eindruck, dass wenn Schützen auf solche Stände hier gestellt werden, dass sie denken, es wäre irgendwie ein Absteigerplatz oder irgendwie so, oder eine schlechte Karte oder sowas. In meinen Augen ist das aber Blödsinn. Denn Hochwild, Dammwild, Rotwild, auch Sauen, die wollen meistens aus dem Treiben raus. Und das ist dann übers Feld. Und wenn du dann an dem Hauptwechsel, wenn der Wechsel bekannt ist, wenn du da dann sitzt, dann hast du Zeit zum Ansprechen, kannst dich gemütlich fertig machen. Und schießen. Jetzt müssen sie nur noch kommen. Und das müssen wir gucken, ob es passiert. Ja, siehst du, Erik? Ich glaube, wir sitzen hier nicht verkehrt. Die kommen gleich ganz hier vorne angelaufen. Oh.
Und wenn das jetzt Dammwild wäre? 4 Stück, eine Ricke mit 3 Kitzen. Eine Ricke mit 3 Kitzen. Ein kleiner Schorf dabei. Ist der abgenommen oder abgebrochen? Der sieht irgendwie schief aus. Komm gleich hier vorne raus. Ja, den Schorf schieße ich. Hat man Spieß, ne? Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ich fass es nicht. Also es sind ja Schaufler freigegeben, ein starker Schaufler für die ganze Gruppe. Ja. Und dieser war nicht stark, aber abnorm. Und da habe ich gedacht, na, den nehme ich doch wohl. Ich muss schnell die Gruppe informieren, sonst gibt es Ärger. Hello, Gerold Reimann hier. I have no stand number. The big fellow buck is closed. We shot the big fellow buck. The big fellow buck is shot. The big fellow buck is shot. The big fellow deer buck is shot. Ich kann mein Glück gerade gar nicht begreifen. Warum bin ich denn jetzt wieder der Auserwählte aus der Gruppe? Ich meine, guckt euch diesen Platz an. Wir sitzen hier im Regen, im Sturm, mitten auf dem offenen Feld. Und auf einmal kommt einfach jemand. Ja gut, dass sie was auf dem Feld kommen mussten, war klar. Und mir fiel gleich der Schaufler auf in der Gruppe. Und ich dachte, hey, der sieht doch nicht aus wie abgebrochen, weil der sehr unsymmetrisch war. Da ist irgendwas hochgenommen. Und dann dachte ich nur, oh oh. Ja, und als wir dann da oben standen auf 100 Meter, der rote Punkt vom Aimpoint war genauso groß wie das Blatt vom Schaufler. Klatsch geschossen, der Schaufler lag im Knall, bumm. Hammer. Sometimes you just need luck. Oh. Ja, Leute. Hahn in Ruhe. Endlich können wir unser nasses Versteck hier verlassen. Und ab zum Schaufler gehen, ich kann es nicht abwarten, ehrlich. Ich will da jetzt so schnell wie es geht hin. Ich bin total aufgeregt. Oh ja. Genau wie wir ihn angesprochen haben. Waffe ist leer. Wahnsinn. Wie viel Glück kann man bitte haben? Auf einer solchen Veranstaltung, wo viele Schützen ein Stück Wild frei haben, muss natürlich so etwas Besonderes bei mir kommen. Wahnsinn! Ich freue mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein super Hirsch. Ich denke, der ist 3 Jahre, denke ich mal. 4 vielleicht. Denkst du? Der ist älter. Der ist eher 5. Krass, 4 oder 5 Jahre alt.
Es wurde gesagt, bitte schießt den Schaufler nur, wenn ihr wirklich Freude an der Trophäe habt. Und ja, ich komme aus einem guten Dumbbell-Trivier und ich kenne mich aus mit Dumbbell. Aber so einer macht mir einfach unfassbar viel Freude. Vielen, vielen Dank an Aimpoint, dass wir hier sein dürfen bei diesem beschissenen Wetter. Aber war eine tolle Yacht bis jetzt. Herrlich, ich freue mich. I can't believe. That's a special one. That's a special one. Congratulations. Thank you very much. Yeah. I couldn't believe he came with 10 or 12 females. And I was thinking for, okay, because I saw it's a small one. Yeah. And then I was looking for a calf and then I thought, no, it looks not very symmetric. Let's have a look with a binocular. Yeah. And then I thought, okay, I'm going to take this one. Yeah, it's really spectacular. I hope everybody will be happy with me because it's not a big one. It's No, but it's a cool trophy. It's a very nice trophy, yes. Ja, neues Treiben, neues Glück. Die erste Aufregung wegen des abnormen Schauflers hat sich jetzt bei mir ein bisschen gelegt. Jetzt sitzen wir wieder mitten an der Feldkante. Und das Problem ist jetzt, dass uns unser Regenschirm gerade im Stich gelassen hat. Der ist, regelt, der ist umgeklappt, das regelt. Achso, genau, der Regenschirm hat zum Stich gelassen, wir werden gerade arschnass, aber die Stimmung ist trotzdem sehr sonnig. Schauen wir mal, was wird, ob jetzt was kommt. Position tauschen. Quack. Quack! Ja, das war mir ein bisschen zu weit. Das waren so 170, 180 Meter und ich soll nicht direkt in die Ecke da schießen, weil der Nachbarschütze sitzt. Ach du Scheiße. Das ganz linke. Zu doof im Kugelfang. Ja. Nach rechts fertig machen. Das letzte. Nee. Ja, schönes Beispiel. Die Entfernung hätte gepasst und da waren noch passende Stücke bei. Aber ja, da, wo ich soeben hätte schießen können, das war mir noch zu heiß mit dem Kugelfang. Das war mir noch nicht. Aber schöner Anblick. Viele Knieper dabei, ich glaube 3 Stück.
Und sie laufen wieder genau so, dass ich nichts machen kann. Jetzt ein Kapitalschaufler gewesen wäre, hätte man den schießen können. Ach so, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Es war ja eigentlich ein stärkerer Dampfhirsch für die ganze Gruppe freigegeben. Und jetzt beim Mittagessen wurde uns mitgeteilt, dass trotz, dass ich diesen abnormen Hirsch im zweiten Treiben erlegt habe, wir noch weiter auf einen starken Schaufler jagen dürfen, weil meiner so gut passt, einfach ein toller Abschlusshirsch ist. Und man solche halt nicht in der Population haben möchte hier in Schweden. Und deshalb dürfen wir, falls einer kommt, noch auf einen starken Schaufler weit jagen. Ihr habt's gehört, the beat is over, Jagd vorbei, Halali. Dieser regnerische Drückjagdtag endete an einer symbolisch gelegten Strecke und an dieser Stelle möchten wir uns nochmal für die Einladung bei Aimpoint bedanken. Und solltet ihr jetzt Lust auf Elchjagd-Videos bekommen haben, empfehlen wir euch unser Video Baltisches Doppel auf Elch und Rothirsch in Lettland. Natürlich exklusiv auf Hunt on Demand. Schieß ihn! Sind wir besser auf Film? Ich bin so noch voll über dich.